Broca-Index. Broca-Index ist ein Index, mit dem das Gewicht des Menschen in Normalgewicht, Idealgewicht und Übergewicht eingeteilt werden soll. Der Broca-Index hat den Vorteil der leichten Berechenbarkeit, aber der Broca-Index ist relativ ungenau und heute hat sich der BMI eingebürgert als Maßeinheit für das Gewicht, aber am allerbesten wäre einfach mit einem Maßband den Bauchumfang zu bestimmen, der ist gesundheitlich am meisten relevant. Der Broca-Index ist die Höhe des Menschen, die Größe des Menschen abzüglich 1 Meter. Wenn das Gewicht des Menschen dem entspricht, also die Größe minus 1 Meter, dann ist das Normalgewicht. Also zum Beispiel jemand, der 1,74 Meter groß ist, wenn der 74 Kilogramm wiegt, dann ist das normal. Wenn er 10% weniger wiegt, dann gilt das als Idealgewicht laut Broca-Index. Und wer mehr als 10% darüber ist, der ist dann übergewichtig. Bei Frauen wird 15% abgezogen, um zum Idealgewicht zu kommen. Und das Normalgewicht wiederum ist Zentimeter minus 1 Meter. Der Broca-Index gilt nur in beschränktem Rahmen. Wenn jemand sehr klein ist oder sehr groß ist, dann stimmt er nicht. Ich könnte sagen, bei Menschen zwischen 1,65 Meter und 1,90 Meter Körpergröße kommt er in etwa dem nahe, was der BMI auch sagen würde.